Und weiter geht es mit Dr. Redneck im Storage Hunter Simulator und bleibt da oben drauf. Wir gehen jetzt auf jeden Fall eine Runde schlafen, damit wir die weiteren Auktionen mitmachen können und den ganzen Kram mal wieder verkaufen können. Und dann haben wir noch den ganzen Kram, den wir scannen lassen haben für 60 Dollar. Ne, 80, 90, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das Zeug scannen lassen, bis wir auf jeden Fall dann auch noch abholen. Aber das mit dem Truck sieht ganz gut aus. Dann legen wir direkt mal los. Wir haben auf jeden Fall einiges zum Verkaufen und schauen da mal, ne? Schauen wir mal, was wir dabei noch rauskriegen. Ich würde jetzt ganz gerne den Stufe 2, dieses Stufe 2 Reparaturskit haben, aber naja. Wir müssen Room Level 10 erreichen. Blueberry. Das hier ist doch Blueberry, oder? Wir werden es gleich sehen. So, ja, sehr gut. So, kaufe dein eigenes Pfandhaus in Blueberry danach. Gegenstände im Pfandhaus zum Verkaufen auflisten. Alles klar. So, wir erstmal alles hier verkaufen und dann können wir immer noch. Sir? Hä? Er hat noch geschlossen. Was öffnet er denn? Dann hätten wir jetzt eigentlich eine Auktion mitmachen können in der Zeit. Oh, ist runtergefallen. Warte, wir können aber doch trotzdem den Kram. Wir können den doch bestimmt einfach hier hinlegen, oder? Dann können wir den ja später mal auf den Truck packen. Hoffe ich. Denke aber schon. Ich hoffe, das verschwindet nicht alles. Aber der seltene Kram, den wir am Anfang hier hatten, der ist hier auch geblieben. Sonst müssen wir jetzt hier. Hallo? Ganze Zeit hier nur rumgammeln. Können wir in der Zeit wenigstens noch eine Auktion mitmachen und 160, nee, ich habe zu wenig, ne? Zu wenig Geld. Super, jetzt habe ich hier. Wann öffnet der denn? Tagebuch, dein eigenes Geschäft. Schon eine Nachricht. Ach so, ja. Oder wir holen den Kram in der Zeit. Oh nein, jetzt ist es offen. 9 Uhr, okay. Muss das alles auf dem Truck sein? Ich denke ja. Super. Jetzt habe ich natürlich direkt mal Müll gebaut. Machen wir erstmal so. Ich habe jetzt keine Lust, wieder alles ordentlich draufzustellen. So, Bro. Ah doch, das zählt gut. Oh. Glück gehabt. Verkaufen, verkaufen. Wir müssen, glaube ich, alles verkaufen, ne? Um unser Room-Level irgendwie zu steigen. Steigern, steigen, steigern. Zwei Level noch. Ja, den Kram müssen wir scannen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unbedingt die anderen Sachen noch holen. Das lassen wir einfach mal hier in der Ecke stehen. Wird schon keiner klauen. Machen wir jetzt lieber noch ein paar Auktionen mit. Dann können wir das hier direkt im Anschluss verkaufen. Und kriegen da nochmal ordentlich Geld und auch Ruhm. Ruf, meine ich. Ja, wir brauchen Rufstufe Level 10. Ich will meinen eigenen Laden endlich haben. Ich will meine eigene Bude. Dann können wir hier direkt Auktion direkt bereitstellen. So, was haben wir denn Schönes? Wieder eine Leiche? Oh, so große Sachen immer. Ich mag es nicht, wenn die Sachen so groß sind. Ja, sehr günstig, aber der Kram, sag ich euch ehrlich, sieht auch nicht so nice aus. Wir werden sehen. Muss man leider sagen. 5. Oh nein, dann ist es noch so riesig. Das ist jetzt ein bisschen mies, weil wir so.
riesige Gegenstände haben. Naja. Aber das ist ganz gut. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Abgeschlossen. Das ist super. Durch so ein Schlosser. Wir können ja auch aber einfach die Kiste verkaufen, dann fällt der Kram raus, oder nicht? Jetzt zum Schlosser? Nee. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, passt da so rein? Das wird ein Riesenproblem geben. Das war jetzt nicht so eine geile Option, weil wir sehr viel riesigen Kram hier haben. Und den Kram hier auch nicht reinpacken können. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, aber gut. Versuch einfach alles schnell zu verkaufen. Mir geht es jetzt gerade nur um Ruf und um ein bisschen Geld. Kaufen wir die Kiste einfach so, weil an sich haben wir trotzdem Plus gemacht. Alter, das Ding, 3 Dollar. Dafür sich so irgendwie hier die Mühe zu machen. Das können wir doch hier. Zack. Ah, nein, so, ja. Nein, 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 bitte. Nimm ihn mit. Nein. Warte mal, wir können es doch bestimmt. Wenn nicht so. Nein, Q, Q. Komm, bleib drauf, bleib drauf. Nein. Ja. Oh, Glück gehabt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, die für 3 Dollar. Ich weiß nicht, ob ich die einfach da liegen lassen soll. Obwohl, die gibt mir auch Ruf, ne? Hm. Mal schauen. Ist irgendwie nicht so nice. Ich will einfach nur schnell mal Ruf hochballern und neuen Kram holen. Ja, haben wir jetzt verkauft. Mit Kram drin, aber was soll's. Ist keine Zeit zum Schlosser zu gehen. Und ich will einfach mein Kit haben, damit wir die Sachen schneller aufwerten können. Aufwerten wäre gut. So, nächste Auktion. What's in the box? Junkyard. Ja, wo ist denn das? Ist nicht hier. Ach, Mann. Schade. Dann können wir den kurz mitnehmen und verkaufen. Wenn ich schon hier bin. Aber warte mal, den können wir leider nicht. Ah, doch. 7 Dollar. Ja. Kann er nicht mal reinigen? Wir haben Stufe 1 und der kann den nicht mal reinigen. Fertig. Village People ist gar nichts, ne? Nur Junkyard, Junkyard, Junkyard. Weil wenn wir jetzt hier rüber, haben wir direkt ein Geschäft zum Verkaufen? Nö. Auch hier. Ja, dann fahren wir direkt rüber. Obwohl, nein, warte mal, wir haben ja noch seltenen Kram. Den wir scannen lassen können. Machen wir mal eben den hier. Das würde ja Sinn ergeben. Den Kram direkt mitzunehmen. Hallo? Alright. Und let's go. Ja, wir haben Stufe Level 9 erreicht. Das heißt, ich muss ein bisschen Kram drüben verkaufen, weil es sich sonst einfach nicht lohnt wegen dem Hin- und Herfahren. Und dann die letzte Ladung vielleicht hier hinten wieder. Wir hatten leider nur eine Auktion, die wir da machen konnten. Da hätten wir noch 2 weitere gehabt, da hätten wir auf jeden Fall unser Ruf reinbekommen, aber so. Naja, wir haben keine andere Wahl, ne?
Wir haben leider keine andere Wahl, als jetzt hier rüber zu fahren, hier ein paar Auktionen mitzumachen, Kram zu verkaufen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Auktion und dann scannen wir den Kram. Wir haben ja noch den anderen Kram zum Abholen, den seltenen. Das könnten wir auch alles noch verkaufen. Zwei Dinger. Und ich glaube, die sind relativ viel wert. Oder können wir es per App schauen? Mal, das war hier Nachricht. Nö. Können wir nicht nachschauen. Alles klar. Hier hinten wäre es direkt. What's in the box? Dann schauen wir mal. Ist ja gar nicht mehr so weit entfernt. What is in this box here? Wenn mal das ist, was Gutes ist. Sorry, Leute. Immer warten die auf mich, auf den Redneck. Ah. Ich weiß, der sieht ganz gut aus. Eine Kiste hinten. Aber es ist wieder alles so, was so viel Platz nimmt, ne? Ich hasse es. Ja, komm, wir gehen mit. Das ist maximal 300. Und ich warte noch mal. Was? Das will ich haben. Komm, einmal noch. Einmal mache ich noch. Dann reicht es. Oh, war das ein Fehler? Ich habe viel mehr ausgegeben, als ich wollte. Da freue ich mich nicht so früh. Aber das sieht relativ gut aus. 94, ja, super. Ich hoffe, das war kein Fehler. 132, okay, das ist schon mal ganz gut. Die beiden Dinger sind schon mal gar nicht schlecht. Aber wir müssen ja auch Gewinn machen, ne? Geht schlecht, die können wir nicht reparieren. Super. Können wir nicht reparieren. Hier haben wir auch noch Zeugs. 9. Nicht mal das kann ich reparieren. Ach ne, normal, sorry. Ich weiß nicht, ob sich das so wirklich gelohnt hat hier. Ich hätte es doch lieber die Finger. Ah, aber noch ein seltener Armreif. Okay. Ich doch die Finger davon lassen sollen. Ja, ich würde sagen, es hat sich trotzdem gelohnt. Doch, ja. Nur vom Platz her ist halt ein bisschen mies, ne? Wie immer. Aber das können wir auch in die Box reinpacken. Wir haben einiges an seltenen Gegenständen. Das ist ja schon mal nice. Aber wir müssen die natürlich auch scannen und dann loswerden, ne? Das ist ein bisschen groß, aber gut, passt schon irgendwie. Aber warte mal. Haben wir gar nicht richtig reingepackt. So. Okay, das gute Ding. Nee. Nein, 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 ich wollte das so drehen. Ist das da überhaupt rein? Mehr oder weniger, ja. Das gute Ding hier. Können wir das noch da reinquetschen? Erstmal vielleicht die Kiste reinhauen sollen. Glaube ich. Naja, nicht wirklich. Ob das funktioniert? Anscheinend nicht. Oder warte mal. Echt so. Und dann hält er durch die Kante. Ja. Müssen wir nur noch das Ding hier wieder abholen, ne?
Das passt lief. Oder warte mal, können wir den vielleicht so vorne oben drauf? Soll das funktionieren? Naja, der rollt weg, ne? Nee, können wir vergessen. Der muss leider hier bleiben. Aber wir haben ja direkt hier, glaube ich, einen Händler irgendwo, oder? Ja, ist ja gar nicht mal so weit weg. Aber ich wollte ja eigentlich drüben verkaufen. Also wir können ja hier einen verkaufen, dann noch eine Auktion hier mitmachen. Dann unsere Sachen scannen. Ich meine, wir können auch direkt hier den Schmuck scannen, oder? Ah ne, hier vorne ist es. Ja? Ja. So, das können wir abholen. Können wir prüfen lassen. Na super. Ernsthaft? 135. Ist gar nicht mal schlecht. Okay. Müssen wir nur das Ding hier wieder drauf kriegen. Nein, 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 ganz ruhig. Oh, 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 doch, warte mal, das ist ganz gut sogar. Okay. Ich würde aber sagen, das sollten wir hier verkaufen, oder? Dann können wir noch eine Auktion mitnehmen und die dann rüberbringen. Denn der Eingang hier. Ah, da. Dann kriegen wir auch direkt ein bisschen Ruf hier. Ein bisschen Geld. Können noch eine Auktion mitmachen. Und den Rest abholen noch. Die ist sehr groß. Ich würde sagen, die Figur könnten wir vielleicht drüben verkaufen. Für Ruf. Was ist überhaupt das hier? Selten ein Mikrofon. Seltenen Kram mitnehmen. Die Figur. Ja. Alter, der hat einen schönen großen Laden, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, machen wir jetzt noch eine Auktion. Also warte mal, was haben wir denn? Wir haben noch die Taschenuhr und ein Mikrofon. Warte mal, Elektronik. Da bin ich irgendwie. Aha, der Schlosser. Da haben wir die Kiste ja verkauft. Wir nehmen erstmal noch eine Auktion an. What is in the box oder Junkyard? Ah ne, ist fertig. Wir können nur den hier noch machen. Alles klar. Wir müssen ja so oder so dahin, ne? Anmelden. Habe ich gemacht. Ach so, jetzt wird es angezeigt. Ja, machen wir dann nochmal mit. Warum nicht? Wir haben da so oder so noch was, was wir mitnehmen müssen. Und dann schauen wir mal. Wir haben wieder 711 Dollar. Ist doch schon mal nicht schlecht. So. Was gibt es denn hier Schönes? Sag bitte was Cooles und nicht so großer Kram, bitte. Also, ja, klar. Und eine Leiche wieder. Leichen sind immer gut. Das hat. Das deutet immer auf irgendwas Gutes hin. Wir lassen erstmal ein bisschen hochwetten. Come on. Gary. Oh. Okay. Mach mir keine Faxen, Gary. Okay. Come on. Lass das. Jetzt reicht's mir aber. Oh, ich raste aus. Nun kommt noch einer, sonst mache ich jetzt einmal. Ja, das wird wieder so ein 400-Ding oder so, ne? Ja, gut, 300 ist in Ordnung. Hoffe ich. Ich
werden sehen, ob es in Ordnung ist. Das ist wieder ganz gut von der Qualität. Das ist schon mal nett. Sofort verkauft die Badewanne. So, okay, aber dann müssen wir den schleppen. Das ist ja schon mal gut. Was haben wir drin? Ein Ball. Können wir den Kram auch schon mal da reinhauen? Verkaufen wir den Kram vielleicht drüben? Obwohl, wir haben ja noch seltene Sachen, die wir auch abgeben müssen, ne? Sollten wir auf jeden Fall zuerst noch machen. Tisch ist kaputt. Können wir den reparieren? Bestimmt erst ab 2. Ah, ne. Ja gut, 69 ist schon mal in Ordnung. Können wir pimpen. Den leider nicht. Die Leiche wird auch sofort verkauft. Das ist ganz gut. Können wir auch nicht reparieren. Gymnastikball. Ja, ich denke im Großen und Ganzen hat es sich gelohnt, oder? Den können wir nicht mal aufpimpen, schade. Okay. Den haben wir noch nicht. Rein damit. Rein damit. Ah, passt das, wenn ich das vielleicht noch ein bisschen drehe? Mann, dieser Ball. Ja, nicht wirklich. Oh, sorry, Leute, einen Moment. Oh. Niesattacke. Jetzt hängt ihr hier fest, oder was? Gibt es doch nicht. Ernsthaft? Ich krieg's nicht raus. Tank fest. Ja, das ist sehr schön. Das ist toll. Das ist nicht gut. Der Ball rollt mir die ganze Zeit hin und her. Das ist auch nicht toll. Okay, das müssen wir ein bisschen so. Das ist jetzt aber blöd, dass wir das. Müssen wir die auskippen? Na ja, super. Nice. Das hängt alles zusammen. Oh nein. Super, ich habe den ganzen Kram verloren hier. Es hängt zusammen. Und es rastet immer mehr aus. Ich krieg's nicht raus. Toll. So viel wertvoller Kram. Ich raste aus. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wer hat immer so ein Glück? Ich habe immer so ein Glück. So viel seltener Kram. Na toll. Oh, ich könnte echt ausrasten. Das ist echt sehr ärgerlich. Lass die wenigstens rein. Warte mal, nicht, dass die mir hier wieder... Oh, jetzt geht's. Oh. Genau jetzt, wo ich die Kiste zu habe und Kram reingehauen habe. Das wäre echt mies gewesen. Das wäre wirklich mies gewesen, aber gut, dass es doch noch funktioniert. Ich war schon sauer. Den können wir echt nicht mal ein bisschen aufwerten? Nö. Okay. Dann hauen wir noch die Tasche da rein. So, die Staffelei können wir leider auch nicht aufwerten, aber können wir so reinhauen. Perfekt. Der passt aber, glaube ich, nicht rein. Dann das Fässchen. Das hat wahrscheinlich einen Captain gehört, oder? Da ich hier, das war ein alter Captain. Ja, gut, das, vielleicht sollte ich das mit dem Fass ein bisschen anders machen. Ist aber auch nur 14 wert, ne? Das ist halt gar nichts.
Den Tisch sollten wir auch noch drauf kriegen, oder? Ohne Probleme. Ja gut, jetzt haben wir nur hinten immer noch das... Ist aber keine Kette oder so, okay. Jetzt haben wir immer noch das Wiesendingen da. Warte mal, war das auf der Seite? Ey! Fällt mir einfach rein. Nee, da war es nicht. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie drauf. Das ist schon viel wert, ne? Und wenn wir schlafen gehen, dann verlieren wir den Kram, glaube ich. 69 ist jetzt nicht gerade wenig. Häng irgendwie fest, back dich irgendwie da rein. Oder den Tisch runter und den Tisch dann da oben drauf. Das würde funktionieren. Ja. Ist gut. Ich überlege jetzt nur. Es ist jetzt sehr dunkel. Ich glaube, der Laden hat jetzt gerade zugemacht und ich kann jetzt auch den restlichen Kram nicht scannen. Wir fahren erstmal zurück, gehen schlafen. Da, warte mal, Option. Alles fertig. Ja, ich denke, da geht nichts. Ich denke, wir sollten jetzt erstmal zurückfahren und schlafen gehen. Dann verkaufen wir den Rest, dann fahren wir rüber und kümmern uns nur um die seltenen Gegenstände. Oder ich lagere die erstmal bei mir ein und lasse die hier erstmal überall rumliegen. Ja doch, ist der richtige Weg. Tanken, wir sollten vielleicht nochmal tanken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das geht auch, 21 Dollar. Ist in Ordnung. Ja, dann wäre der Ruf Level 10 leider dann nicht erreicht. Oder hat er noch offen bis 10 Uhr? Ich denke aber nicht. Und selbst wenn, würden wir es nicht schaffen. Aber wir wenigstens den ganzen Kram hier drauf bekommen. Gut, dass der Kram, der verbuggt war vorhin, dass wir den noch bekommen haben. Weil das wäre echt sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn wir den jetzt nicht mitnehmen könnten. Aber so können wir vielleicht hier noch den Kram verkaufen dann am nächsten Tag. Dann auch eine Auktion mitnehmen hier bei den Village People. Dann haben wir auf jeden Fall unser Ruf 10. Und dann mal schauen. Wir können ja mal an dem Laden vorbeifahren. Einfach nur schauen. Warte mal, sind wir richtig? Ja, ist in Ordnung. Kann man auch so fahren. Und dann mal schauen. Das wäre ganz cool. Noch offen hätte, aber ich denke nicht. Nee, der hat geschlossen. Gut, dann müssen wir erstmal nach Hause. Haben wir nur zwei Optionen? Nee, drei Optionen können wir mitmachen, aber immerhin. Das Rumfahren, das zieht halt ultra Zeit, ne? Aber wir haben jetzt ordentlich Kram noch drauf, ordentlich seltenen Kram, noch irgendwas, was wir ab. Ja, doch, den Armreifen müssen wir noch abholen. Und ordentlich Kram, den wir noch scannen können. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Let's go. Ja, wir haben doch einiges an Gewinn gemacht. Hui. Der Kram ist auch safe. Den seltenen Kram lage ich jetzt nicht ein, weil sonst muss ich alles vom Truck und da haben wir ein Problem. Das müssen wir jetzt so machen. Ist nun mal so. Eigentlich hätten wir jetzt warten können, jetzt lieber tanken können, weil wir so oder so noch bis 9 Uhr warten müssen, ne? Also wir können den Kram auf dem Boden liegen, schnell eine Auktion mitmachen, ich weiß nicht. Wie wäre es denn, wenn wir eigentlich direkt alle Auktionen mitmachen, die hier zum Beispiel bei den Village People sind? Und dann können wir den Kram ja nach und nach einfach abholen. Das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, oder? So, dann warten wir jetzt ganz kurz. Wir können ja mal ganz kurz schauen, Tagebuch. Also, wir haben nur noch... Die haben wir abgeholt.
Der Armreif, der scheint bestimmt ganz gut zu sein, denke ich mal. Hauptquest, ja, Geschäft, ne? Investitionen in das Geschäft. Gut. Na, Jungs, habt ihr auch irgendwas verkauft oder? Was liegt da unter dir? Ach so, Bierflaschen. Ich dachte, das wäre irgend so wie was Seltenes. Ja, der Redneck, der macht hier ordentlich Geld und dann werde ich irgendwann nach Dubai reisen und in Dubai leben. Ihr werdet sehen. Ich werde alles verkaufen, Laden aufbauen, weiterverkaufen, in Kryptos investieren und dann geht's nach Dubai für mich. Ihr werdet schon sehen. Noch lacht ihr mich aus. Noch lacht ihr mich aus, aber ja. Guckt mich nicht so blöd an, ja. Gut, ich verpiss mich. Die denken sich wahrscheinlich, was für ein Redneck, aber gut. Die werden es noch sehen. Die lachen über mich, seht ihr das? Die lachen einfach. Die lachen mich aus. Sieht doch gut aus, ich verstehe es nicht. So, Sir. Also, die Figur verkaufen. Warte mal, die Qualität kaputt. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir die aufwerten können. Wir lassen es erstmal. Ich denke zwar nicht, aber wer weiß. So, ganz kurz schauen wegen der Figur. Das habe ich gar nicht getestet, oder? Ob wir die aufwerten können? Aha. Ja, das ist einiges. Fast 30 Dollar mehr. Sehr gut. Das heißt, den Kram hier einmal in die Ecke. Und dann bei der nächsten Auktion mitmachen. Das wäre ein Plan. Haben wir was hier? Village People 2. Ja gut, machen wir erstmal den einen. Sobald wir den abgeschlossen haben, machen wir direkt den nächsten. Komm, so viel Zeit ist noch. Für eine Auktion haben wir noch Zeit. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Ne, wir machen es in der nächsten Folge. Die Folge ist schon sehr lang. Bewerten und kommentieren und bis zum nächsten Mal wieder.